Hier grillt, hier zippt's. Quaken tut aber nix. Aber erst einmal, hallo seid's und willkommen zurück bei Far Cry 6. Was war das denn gerade? Wart ihr das? Soll noch mit dem Gilberto reden? Ja, das waren die. Jetzt gehe ich aber erstmal da hinten. Nach da hinten. Wir haben mit dieser Region sowieso noch einiges vor. Ah, böse Buben. Mit Hundi. Mist. Ein Hund. Da ist doch jemand. Nee, da ist niemand. Mit Pferdchenmöglichkeit. Hier ist hell, aber hier ist niemand. Hey! Ebola? Hallo? Du hast große Cojones. Vielleicht. Hm? Sei brav, Pferdchen. Mhm. Das Pferdchen summt. Was haben wir denn hier noch in der Gegend? Gerade nix in unserer Nähe. Wir haben hier noch so einiges. Keine FND-Basis mehr, kein Kontrollpunkt, dafür noch einen Hinterhalt und drei Abfangmissionen. Und fünf iranische Geschichten und zwei Schatzsuchen. Was denn San Pedro? Ist das Tier umbringen, oder? Irgendeine Plage beseitigen? Wir haben gerade nix, wir müssen einfach noch was erkunden. Ein Konvoi, militärisches Ziel. Aber ansonsten haben wir hier gerade nichts. Da müssen wir einfach nochmal durchs Land streifen. Da oben ist noch ein Konvoi. Das wäre auch am nächsten, zu unserer Rechten der Küste entlang. Wir gehen da mal hin. Zum Glück haben wir so einen. Nein! Hallöchen, Schätzchen. Gut gemacht. Mein Applaus ist dir sicher. Du weißt es? Sergio hat angerufen und dich als harte und wilde Kämpferin beschrieben. Dann hat er noch geflucht, aber nur weil ich ihm gesagt habe, er soll erstmal untertauchen. Aber jetzt ist Senor Capitan in Sicherheit. Was hast du jetzt mit ihm vor? Sergio sagte etwas über einen Austausch. Ich will die Überraschung nicht verderben. Komm bei mir vorbei. Dann erzähle ich dir alle meine heißen Pläne persönlich. Gracias, Schätzchen. Mhm. Das war ganz schön weiter Weg, nur deswegen vorbeischauen. Naja, kommen wir wohl nicht drum herum. Her! Ruhig. Ein Pferdeladen ist hier. Los jetzt. Guck mir das mal an. Hier waren wir nämlich schon. Hier sind wir losgelaufen für die letzte Mission. Okay, pass bloß auf, Dani. Hinten ist ein Alarm. Das war ein bisschen daneben, ich weiß. Kching. Versteckst du dich nicht? Die einfach rumstehen. Jetzt sind wir schon wieder hier. Müssen schon wieder aufräumen. Versuch doch mal Verstärkung zu rufen. Ihr Arschlöcher. Irgendwelche Tiere zu hören, aber wir kommen hier nicht weiter. Aber irgendwelche wilden, großen Tiere. Womöglich Pferde. Ja, das klingt eindeutig nach Pferden, aber da kommen wir nicht rein. Sehr gut.
Sonst ist hier gerade nichts los. Liegt alles schon flach. Hat jemand seinen Laptop vergessen? Da steht noch Medizin. Dann geht's für uns weiter. Konzentriert euch! Sind das Pferde, die bewertet wurden? Da ist ein Hundepferd. Emilio oder ist es ein Typ oder? Keine Ahnung. Wir hatten hier geschwätzt. Das war schlecht. Jetzt brauche ich meinen Fall wieder. Wir sollten da eine Schnur dran binden, damit wir den einfach zurückziehen können. Jetzt haben wir einen Fall. Runde 1. Du bist frei. Ist unser schwarzes Pferdchen noch da? Sieht nicht so aus. Vielleicht ist es ja zu seinen Freunden gegangen. Weiß ja nicht. Wieder einfach was springt. Keine Sorge, ich tu dir nichts. Können wir da nicht drüber springen, daher geht's nämlich raus. Mann! Geh mal weg. Vamos. Kommen wir überhaupt raus? Ja. Los! Wir müssen nach links. Finden wir hier unten ein passendes Auto, das ist immerhin schneller. Oh, das Ding ist geschippert. Wir brauchen ein Boot mit Geschütz. Es ist weitergereist. Hier gibt's Flugtiere. Das ist mal wieder ein Lärm. Ich bin stolz, ein wahrer Iraner zu sein. Ich tue, was Sie wollen. Deberíamos traer un poco de música para acá, pero de la buena. Und flitzt einfach mal einen Nagel vor seiner Nase entlang. Gott, steh mir bei! Hey du, hilf mir! Tja, nix rallt der Typ. Danke sehr. Klar. Ist hier noch jemand drin? Nö. Heli. Kein Boot mit Geschütz. Wo wäre denn die nächste Bootübergabestelle? Haben wir offenbar keine. Ich glaube, das Ding kommt gerade zurück. Es ist uns näher gekommen. Naja, müssen wir einfach ein Boot finden. Beziehungsweise kapern. Wir brauchen aber erstmal irgendein Wasserfahrzeug, ein Jetski zum Beispiel. Sieht gerade schlecht aus. Das ist ja nicht nett, was hier abhängt. Tja, sieht nicht gut aus. Nicht viel unterwegs hier. Stück hin. Na ihr? Ah, wie nett. Das ist das Ding, was wir platt machen sollen. Gerammt.
waren die jetzt weg? Jetzt hätten wir gleich ein Boot. Es fährt ja wieder. Mann. Warum fahren die denn weg? Die müssen kämpfen. Wohin haben wir sie angegriffen? Ich brauche halt irgendein Fahrzeug. Meinetwegen auch nur ein Jetski. Ich habe Glück und jetzt wird es gerade Tag und dann sind wieder ein paar Leute unterwegs, die nicht einem Konvoi angehören, und dann können wir uns so ein Teil schnappen. Wehe, uns knabbert jemand an. Riffhai-Jagdgebiet, na toll. Und die ganzen Blubberblasen her. Ja, ist ja gut. Jetzt gibt's keine Schere. Es regnet. Ah, links von uns. Wird nicht einfach, aber hey, wir nehmen die Herausforderung an. Fällt schon was. Ihr habt, was ich brauche. Oh oh, der andere Schießeisenmann schießt gleich. Vielleicht schießen die sich jetzt gegenseitig ab. Weil das Ding, was schießen kann, steht ganz vorne. Oh. Nein, es ist ausgegangen. Ach ja, Arschgeigen. Ich hab's gerade erst gefunden. Kann man das noch reparieren? Nee, kann man nicht. Ich kann ja nicht mal den Lötkolben auspacken. Scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall ein Boot mit Geschütz. Zum Glück waren wir nicht allzu weit draußen. Na, jetzt kommt so ein scheiß Hai an. Das sieht nicht gut aus für uns. So richtig konsequent ist aber auch nicht. Er greift nur alle 30 Sekunden mal an. Der Schiss. Jetzt sind wir hier auch irgendwo in der Pampa und werden Ewigkeiten brauchen, um wieder ein Gefährt zu bekommen. Hier ist überall Fels. Wir müssen irgendwie hoch. Nicht wieder schwimmen. Ah, praktisch. Dani, da ist eine Kante, die extra farbig markiert ist. Oh. Gibt's doch nicht. Was soll denn das jetzt? Ugh!
genug Abenteuer gehabt. Jetzt sind wir wieder bei dem Pferdchen, ja. Dann werden wir doch wieder Leute umbringen müssen. Der Alarm ist auch wieder an. Jetzt ganz vorsichtig. Heimtückisch. Ja, das stimmt. Keine Verstärkung, ihr Säcke. Wie die aber auch keinen Abwehr haben, keine Balliste. Die fliegen einfach schnurgerade. Mit da hochklettern. Boah, was das Klettern angeht, ist das echt schwierig in Yara. So muss das. Ja genau, rauf mit euch. Na? Will nichts machen, ne? Hm. Hm. Natürlich. Warum denn? Kein Grund. Gut, raus auf die Straße und dann mit dem Auto weiter. Sag deinem Freund, dass ich diesmal nur eine 100 Milliliter Flasche von dem guten Zeug reinschmuggeln konnte, bevor ich den AV zurück ins Lager bringen musste. Aber es gibt noch mehr davon. Jetzt gibt's hier keine Pferdchen mehr. Das ist doch ein Witz, oder? Boah, das wird's aber auch gerade sehr schwer gemacht. Bis zur Straße, das dauert. Oh. Bist frei, geh weg. Leb dein Leben. Wollen wir hier lang oder? Wir haben halt in der Nähe kein Ziel. Das ist schon wieder ein anderes Gebiet. Ja. Hier haben wir auch noch ein militärisches Ziel. Raub im Schutz des Baumes. Das können wir ja mal anpeilen. Da heißt es gerade nur geradeaus fahren. Wird aber schwierig. Blöde A-Säule. Treff so nicht gut. Entschuldigung, Danny. Mein Fehler. Zwei Schuss. Da ist eine Pfütze. Mach die weg. Ningún problema. Womöglich kein Problem. Hat uns eine Libertad-Kiste verraten. Drei. Nein, darum kümmere ich mich jetzt nicht. Die Karre ist schon ziemlich lahm. Ich hätte mir den Pickup schnappen sollen. Hey, stirb! Das war ein Kopfschuss. Ein Gesichtsschuss, sagen wir. Hatten wir hier nicht irgendwas Kleines bekommen? Dort haben wir doch schon irgendwas mitgenommen, meine ich.
Da ist noch eine medizinische Kiste im Käfig. Hier hinten haben wir doch irgendeine Uran in der Libertad, in der FND-Kiste, genau, da hinten mitgenommen. Hier war das. Keine Munition. Bist nur du das? Scheint so. Hau ab. Erstmal wohl gegenfahren, nur weil man was hört. Hier kommen viel zu viele Autos vorbei. Hier könnte was vom Laster fallen. Erstmal fällt da was aus dem Laster. Da ist was zum Hochjagen dabei. Dass hier alles vorbeikommt. Okay, ein Auto sollten wir uns sichern. Du stinkst. Das Auto fahren wir mal weiter weg. Sollte reichen. Und dann bringen wir die anderen alle mal schön zusammen. Schild muss weg. Na, vielleicht auch nicht. Nicht das Auto umparken, das habe ich gerade hingeparkt. Doch was vor. Ich gibt's ja hier noch eine Kettenreaktion. Ich muss, glaube ich, den LKW noch mal reinbringen, aber erstmal nehme ich die medizinischen Güter mit. Gucken, ob das wirklich alles hochgeht. Ich bezweifle es gerade. So, ihr steht zusammen. Oh, den Wagen nehme ich mir für, wenn wir gleich abhauen. Offizielle Libertad-Angelegenheit. Der ist auch schön rot. Schön hier stehen lassen, ja, sonst gibt's Ärger. Da hinten brauchen wir noch ein Auto. Und dann jagen wir alles in die Luft. Wie viele Banditos wir mittlerweile haben. Bitte hinten weggehen, ja. Achtung, ich fahre rückwärts. Schon wieder ein Auto. Ich bin gespannt. Ich denke nicht, dass alle hochgehen. Militärfahrzeuge können nicht gescannt werden. Na toll. Okay, wir gucken uns das von oben an. In der Hoffnung, dass da nichts hoch explodiert. Ich packe jetzt nicht nochmal alles um. Oh, wir sind schon sehr nah dran. Der Plan sieht gut aus. Mal gucken, ob er aufgeht.
Na komm schon. Wie viele Fahrzeuge haben wir hier? 3, 6. Ist jemand hochgekommen? Ah, ich habe Angst. Der Tank ist ja wieder spenstiger als der gelbe Tank da. Ah, sieht doch gut aus. Alles draufgegangen, was draufgehen sollte. Sehr schön. Hat er sich hingelegt? Ne, es sind die bösen Buben, die hier rumliegen. Jetzt sehen wir noch Schrott mit, dann war's das. So, weiter geht's. Genug gespielt. Wir sind noch zu zweit angekommen. Wo ist das andere hin? Der Wagen ist auf jeden Fall schneller. Geht's leider nicht. Doch, hier geht's links rein. Wären wir wieder auf Kurs. Aua. Nein, das ist mein wichtiges Auto. Nee, das geht jetzt kaputt. Ah, du Arschgeigen-Tier. Dani, heilen. Oh, heilen wäre gut gewesen. Jetzt ist unser Auto kaputt. Du Arschloch. Oh, da ist ein tolles Auto. Guckt ihr uns einfach nur an. Mann, das Auto war super. Jetzt das. Da ist er. Noch so ein Arschloch. Mist, drüber gesprungen. Was ist das Auto hier? Deine Freunde haben uns gerade ein Auto zersäbelt. Sollten wir es? Gib's her. Ah, hier, da können wir nicht so viel machen. Jetzt wieder aussteigen. Neues Auto. Steht im Weg. Spezialeinheiten haben die Spur verloren. Ich habe irgendwie das Gefühl, die Spezialeinheiten sind gar nicht so spezial. Auf jeden Fall sind die nicht wirklich böse, aber wer ist denn schon so böse, dass er uns ständig umbringt? Klar, wir liegen ab und zu mal am Boden. Mit dem Rucksack können wir uns wieder retten, aber auch so richtig böse. In allen voran spezielle Spezialeinheiten stelle ich mir aggressiver vor, sind die hier alle nicht. Ist eher so lästiges Geschmeiß, was uns einfach ständig irgendwie ärgert, aber das war es auch schon. Gefährlich kann man nicht sprechen. Das ist doch hier, wo wir den Helikopter, wo wir ja von Ron kennengelernt haben. Aua. Ja, ist auch der Stein da hinten. Und der Stein. Da ist die kleine Basis. Offiziell haben wir hier keine Basis mehr zum Einnehmen. Oh, wir müssen sich vorbeigefahren. Schildkröte. Oder auch Krabbe genannt. Da hoch und dann kommen wir an. Mit dem Auto.
schwierig. Bräuchte jetzt einen Cord. Und selbst das wäre vielleicht etwas zu überdimensioniert. Da rollt was zu uns. Aber es rollt nicht weit genug, da gehe ich nicht entgegen. Nützliche Infos. Man, gib mal her, wir brauchen noch Sachen hier in der Gegend. Und was hast du? Hola, Dani. Wir planen einen Hinterhalt. Oh, sehr gut. Wir wollen Castillos Soldaten zeigen, aus welchem Holz die Guerilleros aus El Este geschnitzt sind. Hilf uns doch. Gracias. El Este. Das ist auf jeden Fall, bevor wir bei der Basis ankommen. Wir müssen aber noch ganz viel Geschnörkel gehen. Beziehungsweise klettern. Hola. Wir stehen hinter dir. Mal wieder zum dritten Mal, dass wir hier hochgehen. Hat er noch nicht weggespült hat. Wie weit müssen wir denn eigentlich? Oh, nur ein ganzes Stück. Aussicht wieder. Schön. Irgendwas verfolgt uns, kann das sein? Dann sind es bloß Stände, die runterrieseln, okay. Der Lopo, der Lorenzo. Oh, ein Geier. Wir müssen immer noch weiter. Nein! Runtergeflogen. Oh, wir kommen hier nicht wieder hoch. Oh nein, nicht ganz zurück. Oh. War zu schnell, zu geschwind. Oh, sieht doof aus. Schon wieder ein ganzes Stück, was wir hier rüber müssen. Ja, Moment, das war hier mit hoch. Eigentlich könnten wir auch gleich mal wieder zu Hause vorbeischauen. Zu Hause, ja, relativ. Erstmal wieder rüber. Ja, schnell hochkommen, das eine, aber wenn du mal zu schnell bist, was war das? Dann darfst du viel Weg nochmal gehen. Kriegst du der Waffe gerade nachgeladen hat?
Hier kann man schnell einen Scheiß machen. Hier klingt so, als wäre hier eine Schlange, so wie das zischt. Nein, was ist denn das? Bin doch rechtzeitig abgesprungen. Wer jetzt greift uns noch so ein blödes Geiervieh an? Oh. Zum dritten Mal. Mann, ey. So, aufgepasst, jetzt sind wir gleich wieder an der Stelle. Diese Bretter, wie die einfach nur da liegen. Müssen wir gleich da sein. Wir müssen noch einen Schwung in eine Ecke laufen. Vielleicht kommt der Hai wieder. Wo ist eigentlich der Hinterhalt? Da. Gut, dann hier einfach werfen und treffen kann. Wenn es überhaupt reichen würde, ich würde den ganzen Tag versuchen, den Haken da einzuhaken. Und wie kriegst du den wieder so einfach raus? Gibt es da irgendwie einen Mechanismus für Haken lösen? Der sich komplett enthakt. Jetzt haben wir natürlich kein Gefährt hier. Ich würde sagen, den Spaß gehen wir in der nächsten Folge an. Vielleicht irgendwo in diesem Bereich. Mal gucken. Ich bin gespannt. Vielleicht müssen wir ja wieder auch, wenn wir es nicht schaffen. Boah, da hätte ich ja richtig Lust drauf. Wir könnten ja auch Schnellreise und dann... Schnellreise nehmen und dann hier runterlaufen, aber mal gucken. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.